Das ist ein Film, der dazu anregt, darüber nachzudenken, was all diese Facetten bedeuten, so für einen selbst und für die Gesellschaft und generell. Und wenn das dann zu so einer Diskussion führt, dann ist es perfekt. 2017 ging das so los, dass sich sozusagen Europa für mich in meinen Augen wahnsinnig verändert hat. Es gab plötzlich Grenzzäune, in Ungarn wurde ein Grenzzaun hochgezogen. Es hat mir unglaublich Angst gemacht, weil ich einfach ein freies Europa gewöhnt bin. Dann sind wir zuerst auf Recherche nach Ungarn und der nächste Schritt war dann nach Melilla zu gehen. Und zwar deswegen, weil dort eben der größte Grenzzaun Europas steht. Melilla is a Spanish exclave on Moroccan territory. Es visibilizar la situación que viven los menores extranjeros no acompañados de la ciudad de Melilla. In Haraga, Those Who Burn Their Lives, geht es um eine Gruppe von marokkanischen Kindern oder Jugendlichen, die in den Höhlen am Hafen von Melilla leben. Und die Jungs versuchen eigentlich jede Nacht in den Hafen einzubrechen, um sozusagen auf diese Schiffe zu klettern, die ans spanische Festland ablegen. Dort bin ich dann mit meinem Kameramann Jonas Schneider hingefahren für 10 Tage und haben einfach angefangen, eigentlich uns dort rumzutreiben, mit Leuten zu sprechen und so weiter, und haben irgendwann einen Sonnenuntergang gefilmt da am Hafen, haben uns da hingestellt und haben uns eigentlich nichts dabei gedacht, und plötzlich kamen so aus diesen Höhlen 2, 5, 8, 12 Kinder sozusagen rausgeklettert und haben uns so gewunken, und wir waren so ja natürlich neugierig und wollten dahin. Und dann haben uns irgendwie Passanten aufgehalten und haben gesagt, nee, die sind gefährlich, da dürft ihr nicht hingehen und so. Und dann sind wir am nächsten Tag da natürlich trotzdem hin und sind über den Zaun geklettert und haben irgendwie, das war eigentlich der Beginn des Ganzen, haben wir Imed kennengelernt und haben dann wirklich diese 10 Tage und Nächte mit den Jungs da verbracht. Und wir haben einfach wahnsinnig viel Zeit da verbracht. Also wir sind da halt rumgehangen, wir haben die Sprache nicht verstanden, gar nichts, also gar kein Arabisch. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch kein Spanisch gesprochen, ich habe Spanisch dann gelernt innerhalb der letzten 5 Jahre. Ich glaube, sie waren ein bisschen gewohnt, dass es das gab, dass Journalisten kamen, ein Foto gemacht haben und wieder abgehaut sind. Aber dieses, dass wir waren ja auch nervig ein bisschen, wir waren ja wirklich Tag und Nacht bei denen. Und ich glaube, irgendwann haben sie einfach gedacht, ja gut, dann ist das jetzt auch was, wo wir mal sagen können, wer wir sind. Si vemos a un niño pequeño y que tiene una herida, ¿cuál es el sentido común? Ich finde auch Distanz eigentlich nie richtig beim Drehen. Also es ist überhaupt nicht mein Style. Also ich bin einfach dann voll dabei und voll da. Und ich glaube, mir ist dann teilweise auch egal, ob wir gerade drehen oder nicht drehen. Oder also ich würde einfach immer das machen, was mein Herz mir gerade sagt. Und es gab auch Situationen, wo wir dann irgendwie dazwischen gerannt sind oder so. Und mit diesen ganzen moralischen Fragen waren wir halt ständig irgendwie konfrontiert in einer Form. Es ist furchtbar, was gerade in Europa an rechten Parteien durch die Gegend schießt, und das möchte ich nicht. Und das, was ich als Filmemacher machen kann, ist, glaube ich, einfach Brücken zu bauen in der Form oder zumindest zu schauen, dass Menschen in Kontakt kommen, und wenn wie gestern da Leute drin sitzen, die mit Imad sprechen können über seine Lebenssituation, dann hat das einen komplett anderen Effekt, und es wird auch eine andere Haltung und Meinung bei den Menschen bilden als irgendwelche manipulierten, irgendwo rausgeschnittenen Bilder, die von irgendwelchen politischen Parteien missbraucht werden.